Mahlzeit, Freunde! Heute gibt es einmal ein kleines Nachfolgevideo zu meinen 5 Seas of Survival, was ich im letzten Video vorgestellt habe. Und was sonst noch daherkommt, das sehen wir im Laufe des Tages. Los geht's! Zwischendurch mache ich noch ein bisschen Pflanzenwissen. Wie euch vielleicht aufgefallen ist, wächst jetzt schon überall unser Schaboxkraut. Und das schauen wir uns jetzt noch ein bisschen genauer an. Bestimmen kann man es insofern, die Blätter sind so herzförmig bis rund, sind meistens auf einem sehr langen Stiel drauf und sind so ganz stumpf gezahnt, aber also eigentlich schon fast glatt, sage ich einmal. Und der Stiel, aber ich glaube, das wird man in der Kamera nicht so gut sehen. Schauen wir mal, ob er das schafft. Ja. Der Stiel, der geht so von außen so einer und auf der anderen Seite auch so. Also es ist ein Stiel, aber der hat irgendwie zwei so Stränge, so wie ein Flinten. Deswegen habe ich auch schon mal den Begriff Flintenkraut dazu gehört. Und das Gute ist eigentlich, dass man das Schaboxkraut essen kann, aber nur bis zu einer gewissen Zeit. Und die Zeit ist leider schon vorbei, weil das Schaboxkraut steht jetzt schon in voller Blüte und sobald es in der Blüte steht, darf man es nicht mehr essen, weil dann die Pflanzen mit einem Gift angereichert ist und somit nicht mehr genießbar. Und auch, wenn das Schaboxkraut nicht mehr genießbar ist, der Bärlauch schmeckt eh viel besser. Auf geht's! In meinem letzten Video habe ich ja vorgestellt die 5 Seas of Survival, die ich heute wieder mit habe. Also kleine Wanderung trotzdem, hey, nehmt ein kleines Taschel mit, geht spazieren im Wald, nehmt ein Taschel mit. Ich habe da wieder genau dasselbe drinnen wie im letzten Video in meinem Rucksack, weil ich damit einfach relativ sicher unterwegs bin schon. Es ist nicht viel. Kleines Taschel, kleines Backerl, alles dabei, was man im Notfall braucht. Fast alles. Nein, alles. Eigentlich alles. Und übrigens, ein Verbandspackerl ist auch drinnen. Das ist nämlich beim letzten Video auch ein bisschen in die Kommentare gestanden, warum ich keins mit habe. Also das habe ich sowieso immer mit. Also deswegen habe ich es auch nicht vorgestellt, weil sobald ich rausgehe im Wald, in der Natur, habe ich mein Verbandspackerl mit. Ja, aber zum Thema. Ich habe jetzt schon öfter gelesen, also nicht nur in meinem letzten Video in die Kommentare, sondern man hört es eigentlich auch laufend in irgendwelche Foren oder sonst irgendwo auf irgendwelche Plattformen. Wenn man in einer Survival-Situation ist, dann hat man das sowieso nicht mit. Also ich sehe das ein bisschen anders. Weil ich bin nämlich ziemlich sicher, dass ich Minimum ein Messer mit habe. Weil gerade, wenn ich mich so irgendeiner Situation aussetze, wo vielleicht was passieren könnte, ja,
da muss ich ja schon im Vorfeld dran denken und mir was mitnehmen. Sei es jetzt Buschkraft, sei es Wandern oder irgendwo auf den Berg gehen und ich verrenne mich, ich muss einen Tag oder eine Nacht für mehr überstehen, dann bin ich sicher vorbereitet. Und wenn ich den Rucksack oder meine Taschen nicht verliere, dann habe ich mein Zeug dabei. Genauso habe ich immer mein EDC dabei, mein Everyday Carry. Ich habe einen Rucksack, den nehme ich für die Arbeit, wenn ich in die Stadt fahre, wenn ich raus spazieren gehe mit der Familie, dann habe ich meinen Rucksack mit. Und auch in meinem EDC habe ich ein gewisses Pensum an Ausrüstung, das ich verwenden kann. Ja? Und auch wenn ich mir denke, okay, beim Sonntagsspaziergang am See, da wird es nicht viel passieren. Aber ist egal, ich habe es auf jeden Fall dabei. Ob das jetzt gescheit ist oder nicht gescheit ist, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist sinnvoll, aber es muss eh jeder selber wissen. Natürlich, in unsere Breitengrade oder beim harmlosen Spazierengehen wird jetzt nicht großartig was passieren. Gerade da in Österreich, ein sehr sicheres Land, Gott sei Dank. Aber genauso habe ich mein Auto ein Get-Home-Bag. Völlig überdimensioniert. Habe ich schon gehört. So viel Zeug drinnen, das brauchst du alles gar nicht. Brauchst nicht? Geschichte dazu. Bekannten von mir ist letztes Jahr passiert. Er ist heimgefahren, er wohnt ziemlich abgelegen. Also da geht wirklich nur mal eine Straße durch den Wald zu und hinten sind da noch 3-4 Häuseln, da wohnt er. Und es war untertags ein Sturm und er hat mit dem Auto nicht mehr weiterfahren können. Die Bäume sind kreuz und quer über der Straße gelegen und er hat nur ca. 2 Kilometer heim gehabt. Was hat er gemacht? Er hat sein Get-Home-Bag aus dem Auto genommen, ist durch den Wald 2 Kilometer gegangen. Hätte er sicher mit der Taschenlampe allein genauso geschafft. Aber sicher ist sicher, weil auch auf die letzten 2 Kilometer, gerade nach einem Sturm, kann einmal was passieren. Und dann ist es nicht schlecht, wenn man da gerüstet ist. Falls sich übrigens mein Get-Home-Bag interessiert, dann schreibt es in die Kommentare. Dann mache ich gerne mal einen Loadout. Haha, kurze Unterbrechung, jetzt habe ich gerade was entdeckt. Wo sind die Fische unter euch? Ich würde mal sagen Forellen. Regenbogenforellen möglicherweise. Aber ich kenne mich da jetzt nicht aus, muss ich sagen. Oder Survival-Notnahrung vom Feinsten, hast du die erwischt? Nicht schlecht. Wann macht so ein EDC noch Sinn? Stichwort Urlaub. Wenn du im Urlaub bist und du machst einmal die Ausflüge da mit den klapprigen Busse, mit dem Schiff irgendwo von einer Insel zum anderen. Na sicher habe ich meinen Rucksack dabei, aber hundertprozentig. Messer, Feuerstahl, Wasserbehälter, Poncho, Schnur, hundertprozentig dabei. Wenn das Schiff untergeht und ich verliere meinen Rucksack, ja, dann ist einfach Pech. Aber generell habe ich es dabei. Also man kann nicht immer sagen, in einer Survival-Situation hast du das sowieso nicht dabei. Weil, sagen wir, Taschenmesser habe ich permanent immer eingesteckt und sobald ich rausgehe, habe ich irgendwie einen Rucksack oder Taschen mit. Somit habe ich eigentlich ziemlich gute Chancen, dass ich es dabei habe. Nur eine kleine Geschichte. Wenn man sich mit dem Thema Survival ein bisschen auseinandersetzt, also so Berichte liest, was einmal wirklich passiert ist, fällt mir gerade noch eine Geschichte ein. Ausflug, Griechenland, Ausflugsboot, läuft auf eine Sandbank aus. Auf dem Boot waren ca. 30 Leute, so ist gestanden. Und es war ein kleines Rettungsboot dabei, wo aber weit nicht alle reinpassen. Jetzt haben sie das Rettungsboot zu Wasser lassen, aber es sind nur gut die Hälfte von den Leuten sind da reingegangen. Das restliche Boot, das große, ist gesunken. Jetzt haben ein Teil von den Leuten sind im Boot gewesen und haben sich im Abwechsel die ganze Nacht durch, bis sie am nächsten Tag gerettet worden sind. Es war immer ein Teil in der Nacht im Wasser. Dann haben sie wieder gewechselt, haben wieder der Teil im Boot drinnen und die anderen im Wasser. So haben sie die abgewechselt. Und ein anderer Teil von dem Boot, das gesunken ist, die sind geschwommen, ca. 1 Kilometer aufs nächste Land, haben dort am Strand die Nacht verbracht. Ziemlich kalt. Ja, sie waren nämlich nass, die Sonne ist untergegangen und irgendwann wird es dann frisch. Und wenn du dazu beschwimmst und du hast das vielleicht die Chance noch, dass du deinen Rucksack mitnimmst und rettest und du hast deine 5 Seas drinnen und du bringst das zusammen, dass du dann auf der Insel auf die Nacht noch eine Feier machst, nicht nur zum Thema Signalfeuer, sondern natürlich auch, dass du dich drin wärmen kannst. Naja, dann schaut die Sache gleich ganz anders aus. Nur zwei so kurze Geschichten jetzt zum Thema. Also, wenn ich rausgehe, habe ich irgendwas dabei. Wenn ich es verliere, wenn man es wieder abnimmt, dann habe ich vielleicht ein Problem. Aber sonst generell
Deswegen heißt es ja EDC, Everyday Carry. Weil ich es ja dabei haben soll. Aber es ist natürlich immer ein bisschen Einstellungssache auch, gell? Der eine sagt, nein, ich sehe nur kurz, ich gehe nur den einen Wanderweg da, den bin ich eh schon 100 Meter gegangen, da kann eh nichts sein. Doch, kann schon was sein. Sein kann immer was. Du musst nur darauf vorbereitet sein. Würde mich mal interessieren, wie seht ihr das? Habt ihr euch ein EDC immer dabei? Habt ihr immer genug Ausrüstung oder die richtige Ausrüstung am Mann, damit ihr für einen Notfall gewappnet seid? Schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Zusammenfassend kann man sagen, also ich bin ja eher Survivalist und schaue immer, dass ich wenig Ausrüstung mit habe, außer ich mache halt Buschkrafttouren. Und ich habe mein EDC, ich habe mein Get-Home-Bag und ob ich einen Fluchtrucksack habe. Wer weiß das schon? Viert euch! Na, da geht nichts mehr. Ja, da noch nicht ganz, pfiat euch. Einen kleinen Tipp habe ich noch. Das zeige ich es an der Taubnessel nämlich da. Oder? Also Survival-Quick-Tipp, nur kurz am Schluss. Wenn wir jetzt in einer Survival-Situation sind und wir sind auf pflanzliche Nahrung angewiesen und wir finden es jetzt, wir finden jetzt da 5 Kilo Taubnesseln, nicht essen, bis das nichts mehr reingeht, weil unser Körper ist eigentlich nicht so dran gewohnt an die Sachen. Meistens, bei den meisten von uns ist es so. Mein Körper ist auch nicht dran gewohnt, dass ich jetzt unendlich viel Taubnesseln essen kann. Das führt zu einer Magenverstimmung. Die Faustregel lautet immer eine Handvoll. Also eine Handvoll kann man essen, eine Handvoll von mir aus Knospen von der Birken kann man genauso essen. Oder junge Birkenblätter sind essbar. Also immer an das denken, nicht futtern, bis das nichts mehr reingeht, auch wenn der Hunger noch so groß ist, lieber mitnehmen und ein bisschen rationieren oder einteilen das Ganze und immer nur eine Handvoll. Ich glaube, es war's. Pfiat euch!